Also im Detail möchte ich da nicht drauf eingehen. Marc Wilmot ist ein Eurofighter, ein hervorragender Trainer, der hohe Verdienste für Schalke 04 hat. Das ist unbestritten. Was sicherlich in der Phase auf keinen Fall passieren wird oder wurde in der Vergangenheit, dass wir Gespräche oder Scheingespräche führen. Wir haben uns mit mehreren Kandidaten ausgetauscht. Wir haben uns über Inhalte ausgetauscht. Und in einem Prozess, der dann stattfindet, sich mit mehreren Kandidaten zu unterhalten, spielt man alles durch. Ja, man unterhält sich natürlich auch über das Vertragswerk, wie ich es eben schon erwähnt habe, über eine Kaderplanung halt, eine Spielidee. Und es ist eigentlich nicht wichtig dabei, mit wem man zuerst ein Gespräch führt, sondern wenn man alle Gespräche abgeschlossen hat, ist dann entscheidend, und das haben wir zusammen im Vorstand dann entschieden, wer unsere Top-Kandidaten sind. Und wie ich es eben gesagt habe, es gab zwei Favoriten für uns. Das war Markus Weinzierl und André Breitenreiter. Und mir war es nur wichtig, in dem Zusammenhang persönlich Marc Wilmots darüber zu informieren. Und das habe ich getan. Also am Ende sitzt hier André Breitenreiter, und das aus voller Überzeugung, ist unser neuer Cheftrainer. Schalke 04 hat immer betont, dass sie in der Öffentlichkeit einen Trainer bekannt geben, wenn es was zu bekannt geben gibt. Wir haben uns am Freitag geeinigt, und das ist für uns das Wichtigste. Und mir war es wichtig, Marc Wilmots persönlich darüber zu informieren, dass das dann mit einem wichtigen Spiel der belgischen Nationalmannschaft zu tun hat. Das ist dann sicherlich kein glücklicher Zeitpunkt. Es ist aber noch viel unglücklicher wäre es gewesen, wenn er das aus der Zeitung erfahren hätte. Und das war mir wichtig, ihn zu informieren und persönlich zu informieren. Und wir haben uns am Freitag geeinigt auf eine Zusammenarbeit. Und das war eigentlich das, worum es gegangen ist. Wir hatten einen Trainer aus voller Überzeugung. Wir haben es bekannt gegeben und verkündet. Und es macht keinen Sinn, am Mittwoch was bekannt zu geben, am Donnerstag, wenn es noch gar nicht so weit ist. Und auch nicht erst am Samstag oder am Sonntag, sondern an dem Tag, wo wir auch eine Einigkeit erzielt haben. Und das war an diesem besagten Freitag. Ich glaube nicht, dass das bei uns und aber auch bei jedem anderen Verein so ist, dass ein Trainer, wenn der alleine was will, dann halt auch dementsprechend hier Trainer wird. Sondern damit einer Trainer wird auf Schalke 04 und auch bei, denke ich, allen anderen Vereinen, ist es so, dass beide das natürlich wollen.